Grüß Gott und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der ersten Sendung von Leiden Skyline im neuen Jahr. Tja, was haben wir Ihnen dieses Mal zu bieten? Einen Rückblick auf die ganzen Dezember-Veranstaltungen, wo ja einiges bei uns in von Leiden und am Hauptplatz los war. Der Hallencup des Sportvereins Meyer-Mellenhof hat 72 Mannschaften nach von Leiden gebracht und ganz zum Schluss schauen wir uns an, welche Neujahrsbräuche in von Leiden so zelebriert werden. Aber bevor es soweit ist, meine Damen und Herren, habe ich ein Gespräch und auch das hat Tradition, ein Jahresgespräch mit Bürgermeister Johannes Wagner geführt. Ja, Herr Bürgermeister, ein Jahr, das nicht so einfach war für die gesamte Gesellschaft, ist hinter uns. Ein neues liegt vor uns. Wenn wir vielleicht, bevor wir uns mit dem neuen Jahr beschäftigen, vielleicht einmal einen kurzen Rückblick machen. Was hat es jetzt da diese ganzen großen Herausforderungen im Jahr 2022 für die Stadtgemeinde von Leiden bedeutet? Ja, das Jahr 2022 war natürlich noch teilweise geprägt von Corona, von den Einflüssen dazu. Aber das Positive dabei ist natürlich, dass einfach sehr vieles wieder in Normalität gegangen ist. Es wurde massiv investiert, auch in der Stadtgemeinde von Leiden, in die Infrastruktur. Es wurde ganz viel in die Zukunft gedacht mit dem Projekt LEADER, was wir im Jahr 2023 jetzt starten, wo wir die Grundpfeiler gelegt haben, gemeindeübergreifende Kooperationen, wo wir einfach gesehen haben, es macht Sinn, dass wir gemeinsame Projekte machen. Und dieses Gemeinsame, das hat man einfach gesehen, dass in den letzten Jahren wichtig war und in Zukunft immer wichtiger sein wird, dass man vieles nicht nur im eigenen Ort zusammen macht, sondern natürlich auch gemeinsam mit den anderen Gemeinden. Und ja, das Jahr 2022 war sehr erfolgreich eigentlich dazu, weil man sagen muss, wir haben sehr viel weitergebracht in der Gemeinde, wir haben sehr viele Weichen gestellt, egal ob es jetzt schon die Klimaeffizienz ist, ob es jetzt die in Richtung Teuerung, ob es jetzt die Effizienz ist, was die Heizkosten, Strom und so anbelangt, da sind wir auf einem guten Weg und das, auch das politische Klima ist, glaube ich, jetzt sehr gut. Herr Bürgermeister, auch in der letzten Gemeinderatssitzung im Dezember konnten Sie einen Überblick geben über das Budget der Stadtgemeinde von Leiden. Das heißt, trotz der großen Herausforderungen ist es gelungen, hier beim Budget entsprechend den Kurs der vergangenen Jahre, den erfolgreichen Kurs fortzuführen mit Senkung von Schulden und Haftungen. Ja, das war immer schon ein besonderes Anliegen meinerseits, dass wir Schulden und Haftungen, das heißt die Schulden, die wir jetzt haben, die Haftungen, die möglicherweise in Zukunft kommen, möglichst gering zu halten und schnell abzubauen. Und das ist gelungen seit 2015, einfach rund 20 Millionen Euro bis nächstes Jahr abzubauen. Und das ist schon ein Mörder, muss man den Begriff nennen, Mörderaufgabe gewesen und eine super Sache, weil da sieht man jetzt einfach in den nächsten Monaten, wenn Zinsen steigen, was das fürs Budget bedeutet und für eine Stadtgemeinde. Da geht es gleich mal um ein paar hunderttausend Euro, die hier das Budget belasten. Aber das Jahr 2023 ist einfach ein Jahr, wie ich es noch nicht kenne, seit ich Bürgermeister bin. Aber grundsätzlich ist es eine Herausforderung, was die Teuerung anbelangt. Das, was den Einzelnen betrifft, der viele Herausforderungen hat, was Strom, Heizungen anbelangt. Das kommt bei jedem Unternehmer, weiß es, wird einfach im 23er eine Herausforderung werden. Und man muss seine Hausaufgaben machen. Hausaufgaben heißt in diesem Fall ja auch das Thema Energie, wo die Gemeinde ja mit gutem Beispiel vorangehen kann. Und auch hier wurden einige Schritte gesetzt, um hier sozusagen die Kosten in den Griff zu bekommen. Ja, die Kosten sind natürlich vor allem im Bereich der Energie, im Strombereich sehr hoch und wir haben natürlich große Stromfresser, wenn man so nennen möchte. Und das ist einerseits natürlich die Eishalle und auf der anderen Seite ist es die Kläranlage, darf man auch nicht unterschätzen. Aber in allen Bereichen, wo man auch heizt, muss man effizienter werden. Wir haben den Wirtschaftshof im Jahr 2022 umgestellt auf Fernwärme, mit der ganzen Heizungsregelung neu. Das spart immenses Geld. Das soll in den nächsten Jahren rund 20.000 Euro im Jahr einsparen, wenn nicht sogar mehr. Und das ist einfach ein wichtiger Schritt. Und wir werden auch weiterhin alle Dinge überdenken, die möglicherweise nicht sinnvoll sind, so zu machen. Das bedeutet, muss jeder Brunnen immer permanent eingeschaltet sein, weil das glaubt man gar nicht, wie viel 1.000 Euro man sich dann im Einzelnen sparen kann. Mag auf den ersten Blick vielleicht kleinlich ausschauen, aber ich sage immer, wenn man 10-mal, 20-mal 5.000 Euro findet in einem Bereich, dann macht das Kraut schon fett. Und eins ist mein großes Ziel,
dass wir natürlich sparen im System, das heißt dort, wo wir einsparen können, damit die Qualität möglichst gleich bleibt oder vielleicht sogar in gewissen Bereichen, wenn man hinschaut, sogar besser wird. Und auf der anderen Seite den Bürger nicht hier zur Kasse zu bitten. Auf der anderen Seite gilt es ja natürlich auch, die Stadtgemeinde und vor allem hier das Zentrum entsprechend weiterzuentwickeln. Dieser Prozess, der ja im Vorjahr schon sehr viele Inputs auch seitens der Bevölkerung gebracht hat. Und da dürfen wir uns ja, glaube Anfang Februar, auf eine erste, sozusagen auf ein erstes Konvolut freuen. Gibt es da schon ein bisschen so eine Idee, wie das ausschauen könnte, Herr Bürgermeister? Ja, das ist wichtig, dass man die Gemeinde auch voranbringt. Dort zu sparen bringt nichts, weil es holt ihn dann ein. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Wir haben jetzt noch die Investitionen der Vergangenheit zu tätigen, vor allem was den Bereich Wasser anbelangt und Sonstiges. Aber natürlich, der Bereich der Innenstadtentwicklung ist einfach ein Herzensanliegen, weil die Stadt ist unser Herz. Und ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass man diesen Prozess, wo man gemeinsam etwas macht, immer wieder hervorhebt. Viele sagen, ich kann das schon gar nicht mehr hören, eine Innenstadtentwicklung oder was passiert denn da jetzt eigentlich konkret? Ziel war es jetzt einfach, bis Ende des Jahres einen Masterplan zu erstellen, den wir jetzt mit Februar präsentieren werden. Und da geht es vor allem darum, wie sich der Hauptplatz der Zukunft entwickeln soll. Da geht es nicht darum, dass man den Hauptplatz neu umbaut oder sagt, man ist jetzt damit allen unzufrieden, sondern einfach zu sagen, was hat sich in den letzten 25 Jahren geändert, dort und da anzugreifen. Da geht es von hin für die Feste, für die Infrastruktur. Da geht es dazu, zu sagen, okay, passen die Grüninseln, braucht es mehr Grün? Sind wir klimafit in dem Bereich? Weil das Thema der Erhitzung des Hauptplatzes ist natürlich auch immer ein Thema. Wobei man auch immer sagen muss, es ist ein Hauptplatz, es ist ein Platz, wo natürlich nicht ein grüner Garten sein kann, weil da gibt es Veranstaltungen, die stattfinden. Es ist ein Zentrum, das ist halt einmal befestigt, aber das Möglichste zu tun. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Nordeinfahrt und für unseren Rindpark, der als Park natürlich erhalten bleiben soll, aber das Ziel dabei ist, nicht nur für 3-4 Feste im Jahr etwas zu machen, sondern es soll ein Fleck sein, wo sich das ganze Jahr junge bis ältere Menschen aufhalten können und genießen können. Es ist ein grüner Platz, es ist angenehm schattig und das ist einfach wichtig, dass das erhalten bleibt. Andere Ideen, die immer wieder kursiert sind, wo man sagt, da gibt es Straßen durch oder sonst was, muss man sagen, ein Blödsinn. Hat schon Ewigkeiten Diskussionen dazu gegeben, aber wichtig ist dabei, wir wollen den Rindpark für Vereine, für Einzelne frei halten und natürlich gut gestalten. Und die Nordenfahrt natürlich, die ein weiteres Herzensanliegen ist, weil hier der Verkehr vom Norden, das Willkommen in von Leiten, einfach besser sein kann. Man kann besser strukturieren. Es gibt große Flächen, die hier keinen großen Nutzen haben. Und ich glaube, da kann man gut hingreifen und da gibt es dann Konzepte, die man sich anschauen kann. Wobei alles natürlich eine Zeit braucht, dass wir alles in einem Jahr umsetzen. Heuer wird mal viel in Planung wieder investiert werden und ab 2024 geht es dann mit der Umsetzung los. Herr Bürgermeister, Innenstadtentwicklung natürlich ein großer strategischer Brocken, auch einer, der auch viel geistige Ressourcen sozusagen braucht. Und was können sich die von Leitner jetzt im Jahre 2023 an Projekten bzw. an Intentionen seitens der Stadtgemeinde erwarten? Wie wird das 23er Jahr ausschauen, vielleicht da einen kurzen Überblick zu geben? Das 23er Jahr wird ein sehr intensives Jahr werden, was die Planungen anbelangt vor allem. Also wir reden ja hier, wir haben ganz viele Themen, wo die einzelnen, der Masterplan jetzt Innenstadtentwicklung einmal das Grobe hinlegt und wo wir sagen, wo braucht es dann im Detail? Das heißt, da geht noch viel Hirnschmalz hinein und hier gibt es die Grüninseln, die mir natürlich an Anliegen sehen, dass die gut nutzbar sind, dass es das Schatten gibt, aber ich glaube, was auch weiterhin geht und das Thema Hochwasserschutz, es geht ja auch zu unserem Innenstadtthema, muss man auch anschauen, dass da geht es leider nicht so schnell, wie wir es möchten. Das liegt eindeutig an den Behörden im Land, dass hier einiges länger dauert, als wir es gern hätten. Wir sind da dabei, aber wir tun unser Nötigstes. Und das ist zum Beispiel, der Hochwasserschutz wird den Volkshauspark betreffen. Der wird definitiv angegriffen werden müssen. Das Ziel von mir ist es, diesen Hochwasserschutz so verträglich wie möglich einzubauen in den Volkshauspark. Und dazu gibt es auch einen Bürgerbeteiligungsprozess. Wir haben ein Büro beauftragt, ein Landschaftsplanungsbüro, die uns hier mal Vorschläge machen und die Bürgerinnen und Bürger einladen, zu sagen, ja, was braucht es denn beim Volkshauspark? Einerseits den Hochwasserschutz, da gibt es Gegebenheiten, da können wir nicht herum, aber wir greifen den Volkshauspark an,
was sind die Wünsche der Bevölkerung, wie man etwas verbessern könnte. Weil ich sehe diesen Hochwasserschutz nicht nur negativ im Sinne von, da wird sich alles ändern, sondern da gibt es einfach positive Aspekte, wo wir sagen, wir haben Begrünung dort, wir haben Möglichkeiten, die Mur erlebbar zu machen. Wir leben ja nicht nur an der Mur, sondern auch mit der Mur. Und das soll das Ziel sein, dass wir hier sehr viel investieren. Aber natürlich viel auch in Infrastruktur wird investiert werden in den nächsten Jahren. Investiert, Herr Bürgermeister, wird ja auch seitens der Stadtgemeinde sehr viel auch in die Vereine. Und man hat sie gerade jetzt im Dezember gesehen, wie intensiv das kulturelle und wirtschaftliche Leben in von Leiden über die Region hinaus sozusagen bemerkbar war und die Menschen zu uns geströmt sind. Und ich denke, oder wir denken, dass auch das Thema Vereinsförderungen und Unterstützung jener Organisationen, die was auf die Füße stehen, das ist auch nach wie vor sozusagen ein Dogma der Stadtpolitik. Ja, das ist auch wichtig, dass man sagt, und das muss man auch betonen, wie viel eigentlich die Gemeinde nicht nur immateriell, sondern auch materiell zur Verfügung stellt. Und ich glaube, dass dabei die Vereine ein wesentliches Rückgrat von uns sind, wo Kinder lernen, mit anderen ehrenamtlich umzugehen. Ehrenamt ist ein wichtiger Teil von uns und der gehört unterstützt. Und das eine ist, wir investieren sehr viel in Bildung. Über 1 Million Euro werden nächstes Jahr wieder in den Bereich Bildung fließen. Die Musikschule ist quasi ein Hort für unsere zukünftigen Musikerinnen und Musiker, aber genauso auch die Sporthalle, wo wir Adaptierungen beginnen, dass wir im Jahr 2024 wieder neue Hallenboden notwendig sein, da werden die Vereine eingeladen, was zu machen. Aber natürlich ganz wichtig ist, die Vereine auch mit kleinen Dingen zu unterstützen. Von großen Vereinen bis zum kleinen Verein brauchen sie Unterstützung. Natürlich muss man auch immer wieder hinterfragen, sagen, ist es hier, braucht es diese Förderung für das oder für jenes, aber die Vereine sind einfach ein wichtiger Teil, wie wir zusammenleben wollen. Herr Bürgermeister, wir stehen am Beginn des Jahres. Wie schaut die Message des Bürgermeisters Johannes Wagner an die von Leitnerinnen und von Leitner aus? Ja, die von Leitnerinnen und von Leitner werden ein Jahr erleben, was wir noch nicht haben. Es werden Herausforderungen da sein, die wir noch nicht gekannt haben, was das Finanzielle anbelangt. Aber ich glaube, wir sind in Summe gut aufgestellt. Wir haben ein tolles Umfeld mit Unternehmern, sichere Arbeitsplätze. Das ist einmal wichtig, dass ein gewisser sozialer Frieden auch herrscht. Aber ich bin zuversichtlich und wünsche den Verleitnerinnen und Verleitner viel Zuversicht in diesem Jahr, Gesundheit und Glück, damit man dieses Jahr 2023 gut bewältigen wird. Und natürlich soll es ein schönes Jahr werden mit vielen tollen Erlebnissen. Und wenn man den Kalender anschaut, den Veranstaltungskalender, dann wird es mit vielen tollen Festen, tollen Veranstaltungen das Jahr gespickt sein. Das heißt, für Herz und Seele ist alles gegeben. Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Ja, so Bürgermeister Johannes Wagner mit einem Ausblick für von Leiden 2023. Aber wir machen jetzt noch einmal einen Blick zurück und schauen uns an, was sich im Dezember in von Leiden abgespielt hat. Und das war nicht wenig. Die gesamten Veranstaltungen in der Adventzeit mit spektakulären Events und weihnachtlicher Stimmung zogen tausende Besucher nach von Leiden. Nach 2 Jahren Pause war es auch wieder der echt steirische Christkindlmarkt, der trotz schlechten Wetters für einen Rekord an Ausstellern und Besuchern sorgte. Ich bin überwältigt von unseren Ausstellern. Ich möchte mich auch noch nebenbei großartig bedanken bei der Gemeinde mit der großen Unterstützung. Die nächste Unterstützung haben wir auch gehabt von unseren Vereinen. Das war der Obstbauverein und auch der Faustbauverein haben uns tatkräftigst unterstützt, muss ich ehrlich sagen. Herzlichen Dank. Ja, eigentlich freue ich mich schon auf Weihnachten jetzt doch, diesen tollen Erfolg. Die Leute wollen raus, sie sind gewillt, wieder auf den Markt zu gehen. Ja, super. Ja, und super war es auch, was den Gästen geboten wurde, die sich auch durchgekostet und so ziemlich alles sichtlich genossen haben. Szenenwechsel zur Verlosung des Weihnachtsshopping samt Christkindl mit Pferdekutsche, organisiert von Wirtschaftsbund-Obmann Franz Tieber. Über 4000 Einkäufe an den 3 Shopping-Wochenenden sorgten für einen starken Umsatz in den Geschäften am und um den Fronleitner Hauptplatz. So waren es auch mehrere hundert Besucher, die sich am 4. Advent Samstag zur Verlosung, moderiert von Bürgermeister Johannes Wagner, eingefunden haben, die sich auf den Gewinn von Sachpreisen und Gutscheinen im Wert von insgesamt 3500 Euro freuen konnten.
Eine Aktion par excellence zur Belebung des Hauptplatzes und der heimischen Wirtschaft. Josef, das wirkt schon sehr ärmlich, um nicht zu sagen erbärmlich. Weitere Highlights waren auch wieder die Live-Lesungen vor Buch und Co. sowie die Kinderprogramme in der Bibliothek, wo Kasperl und Co. ihre Show abzogen. Kinder, seid ihr alle da? Ja! Wie jedes Jahr wurde das gesamte Programm Advent in von Leiten in fantastischer Manier von der Musikschule und dem Musikverein von Leiten umrahmt, die für besinnliche und stimmungsvolle Weihnachtsmusik mit den unterschiedlichsten Ensembles sorgten und so zum Verweilen im Zentrum der Stadtgemeinde einluden. Für den Faschingsclub bot das Programm auch die ungewöhnliche, aber richtige Bühne. Die Einnahmen aus den FCF-Packages, insgesamt 1.400 Euro, zu spenden. Ja, das ist der Erlös vom Faschingssamstag aus dem Verkauf des Krapfen und des Sektes. Und das wollen wir eben Leuten aus von Leiten zukommen lassen, die das Notwendige wie mir haben. Und das passt halt genau für die Weihnachtszeit, darum diese Spende zu dieser Zeit. Die Erwartungen übertroffen hat auch das Projekt Lumagica von Leiten, das vom 18. November bis 8. Jänner rund 60.000 Besucher auf den Golfplatz Murhof brachte und die Gäste aus der ganzen Steiermark und darüber hinaus mit dem Lichterpark, den Skulpturen und den stimmungsvollen Shows verzauberte. Tja, nach 2 Jahren war es endlich wieder soweit. Der Hallencup des SVMM von Leiten brachte Jugendmannschaften aus der ganzen Steiermark in die von Leitner Sporthalle. Action pur hieß es für die Jugendmannschaften, die der Einladung des SVMM von Leiten gefolgt sind, der an 2 Wochenenden im Dezember insgesamt 8 Jugendturniere in der Sporthalle von Leiten veranstaltete. Die Turnierserie, bekannt als von Leitner Hallencup, hat sich im ganzen Land längst einen guten Namen gemacht und brachte heuer insgesamt 72 Mannschaften in die Sporthalle. Das Team rund um Jugendreferent Thomas Jaritz hatte alle Hände voll zu tun, die geladenen Mannschaften bestens zu versorgen. Ja, jetzt haben wir 2 Jahre lang nichts gehabt und es hat zwar sehr holprig gestartet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also mit beinahe fast 100 externen Mannschaftsanmeldungen bei uns und Turnier für die 4 Tage waren wir natürlich bestens aufgestellt und Gott sei Dank hat uns auch die Grippe zwar immer im Griff gehabt, aber doch einigermaßen verschont. Du hast gerade angesprochen, nach 2 Jahren Pause, wie schwer war es, das Werk wieder hochzufahren? Eigentlich gar nicht schwer, weil wir, ich glaube, eins der besten Turniere in der Steiermark 2019 gemacht haben. Das haben sie uns auch immer wieder bestätigt und ich denke, wir haben auch heuer wieder einiges draufgelegt und darauf sind wir richtig stolz. Stolz macht es natürlich auch Obmann Mario Hörzer, der sich auf ein fantastisches Team stützen kann. Natürlich, das macht mich sehr glücklich. Ich kriege auch sehr positive Rückmeldungen auch von den anderen Vereinen, die da sind. Die gratulieren uns unserem super Turnier. Ich muss das dann, oder gebe das gern weiter an den Jugendleiter, Jaritz Thomas. Und sein ganzes Team ist unfassbar, was die leisten, was die da aufziehen, wie viel Zeit dass die da investieren. Die ganzen Mütter, was helfen und das organisieren. Und unsere Jungs spielen auch gut. Heute sind sie Dritter geworden, sind wir sehr zufrieden. Tolle Stimmung, voller Einsatz auf dem Feld und eine Top-Organisation zeichnen dieses Turnier aus. Zur Freude aller Sponsoren und Gemeindevertreter konnte schließlich die U8 des SVMM von Leiten den 3. Platz erringen. Gratulation! Ja, vom sportlichen Geschehen, meine Damen und Herren, zurück zur Kultur und Brauchtum. Der Neujahrswechsel ist auch mit einigen Traditionen verbunden. Wir waren bei den Neujahrsgeigern, in der Bibliothek bei Buch und Co., bei Pradelstreich beim Dorfwirt und ganz zum Schluss sind wir noch mit den Heiligen Drei Königen unterwegs gewesen. Mit diesem Streifzug verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen und Ihren Lieben alles Gute für 2023 und freue mich, wie immer, auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal auf von Leiten Skyline. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Noch im alten Jahr gestartet sind die Neujahrsgeiger, die wir am Hof von Hannes Birstinger getroffen haben, die schon in der Früh frisch aufgespielt haben. Mitgebracht habe ich meine Neujahrsgeiger in Martin, in Christian und in Clemens. So, wir spielen traditionelle Lieder und ist Neujahrlied, so wie es sich halt gehört, gell? Zum Jahreswechsel einfach ein gutes neues Jahr wünschen, die Familien
und im Brauchtum ein bisschen hochhalten. Was jetzt überall unterwegs? Du, starten wir heute in Von Leiten, dann geht es über den Rechberg drüber nach Fladnitz Basal bis auf zu Brandlucken. Zur Brandlucken sind wir zwar nicht mit, jedoch zum Weinberger und zu einem Metzgerbier. Und eine frische halbe Bier mit einem Vormann weißen. Und jetzt geben wir's nicht horn, bis uns aus sie schmeißen. Im Rahmen des Bibliothekscafé lud Silvia Meierl zum Thema Bräuche und Glückssymbole, die gerade zu Jahreswechseln eine besondere Bedeutung haben. Das personifizierte Glück ist der Rauchfangkehrer, dessen Geschichte schon 600 Jahre zurückliegt, wie Michael Schlager weiß. Damals, muss man dazu sagen, hat es noch keine gesetzliche Regelung gegeben. Da ist der Rauchfangkehrer von Ortschaft zu Ortschaft gezogen. Dadurch hat man von Glück gesprochen, wenn der Raufenkehrer ins Haus kam und den Ruß aus dem Raufen entfernte, bevor es noch zu einem Kaminbrand kam. Seitdem ist die Tätigkeit des Raufenkehrers sehr gerne gesehen und er wurde als Glückssymbol dargelegt. Zwei weitere Symbole haben wir uns auch noch herausgepickt. Der blättrige Klee, der bringt auch nur Glück, wenn er zufällig gefunden wird. Also das mit dem Schenken wird er wahrscheinlich auch Glück bringen, natürlich. Aber halt, wenn er selbst gefunden wird, bringt er extrem viel Glück. Und dann das Hufeisen. Warum das Hufeisen? Das ist nur, früher hat man wenig Geld gehabt für Beschläge fürs Pferd. Und wenn man da ein Hufeisen gefunden hat, war das natürlich viel Glück, auch für den, der ein Pferd gehabt hat, der das Geld nicht ausgegeben hat. Und darum ist das Hufeisen irgendwo ein Symbol geworden fürs Glück und so weiter. Ach ja, und das Anstoßen zum Jahreswechsel ist Glück und Genuss zugleich. Zu Jahresbeginn war die Bradelstreiche unterwegs, die ebenfalls musikalisch Glück fürs neue Jahr in die Häuser bringt. So auch beim Dorfwirt, wo auch ordentlich gefeiert wurde. Wir wünschen euch alle viel Glück und viel Segen und dass wir uns nächstes Jahr gesund wiedersehen. Und ganz zum Schluss waren wir beim Auftakt der Hausbesuche der Heiligen Drei Könige im Rathaus, von wo aus der Besuch dann im gesamten Gemeindegebiet erfolgte. Wir sind die drei Könige aus dem Morgenland.